Ja, liebe Zuschauer, die Tage werden zwar immer dunkler und ein bisschen grauer, aber die Dörfer in unserem Hinterland, die leuchten weiter. Heute sind wir zu Gast in Missen. Missen ist ein Ortsteil der Stadt Vetschau. Und was Missen so alles zu bieten hat, das wollen wir heute erfahren. Ich bin gespannt. Ja, liebe Zuschauer, das ist auch für mich eine Premiere, sonntags im Schulgebäude zu sein. Hatte ich so auch noch nicht. Die Tür war zumindest offen, aber ob hier wirklich jemand ist, das werde ich jetzt mal testen. Hallo, ist hier jemand? Ja, guten Morgen. Ah, doch, da ist jemand. Sind Sie der Nikolaus? Haben Sie sich hier eingeschlichen? Hat was verpasst? Ich hoffe, so sehe ich nicht aus wie der Nikolaus. Nein, wir sind vom Fernsehen, Hinterland, die Reportage. Und wir sind in Missen unterwegs. Und dieses große Schulgebäude, das fällt gleich auf. Wie kommt es, dass hier so ein großes Gebäude ist? Naja, das Gebäude hat eine lange Tradition. Also es wurde 1956 gebaut und man hatte sich damals entschieden, alle Kinder aus den umliegenden Dörfern zu beschulen. So eine Art Zentralschule. Das ging mehrere Jahre und in den 70ern merkte man, dass die Schülerzahlen steigen und dieses Gebäude nicht ausreicht. Und da wurde so ein Neubau gebaut. Leider 1990, 92 ging dann die Schülerzahlen zurück. Und die Oberschule hatte keinen Bestand mehr und es gab dann nur noch eine Grundschule und man hat lange gekämpft um den Erhalt der Grundschule. Wie viele Schüler sind heute in dieser Grundschule? 142. Und die sind hier nur von früh bis Mittag betreut oder wie läuft das? Nee, wir sind eine Ganztagsschule, das heißt, wir betreuen gemeinsam mit dem Hort die Kinder von 6 bis 17 Uhr und das schon seit 2009. Wir waren die erste genehmigte Ganztagsschule. Vorher hatten wir so einen Schulversuch ausprobiert und haben gemerkt, dass es gerade auf dem Dorf wichtig ist, alle Kräfte zu vereinen, um den Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen. Spannendes Thema. Sie sagen, auf dem Dorf ist das wichtig. Ich dachte immer, in der Stadt ist es wichtiger, ein Ganztagsbereich, weil auf dem Dorf, da kümmern sich Oma, Tante, Onkel, die vielleicht im Nachbargebäude wohnen, ab der Mittagszeit. Das ist dann doch nicht so. Naja, bei Ganztag geht es ja nicht um Kümmern. Kinder brauchen untereinander sich, dieses soziale Umfeld und Schule und Hort kann bieten, dass sie ihre Begabungen testen, ihre Talente ausprobieren, dass sie ganztägig betreut werden. Denn unsere Meinung ist, Ganztagslernen ist deutlich besser als frontal. Und jetzt sind Sie sonntags wirklich hier. Was machen Sie heute hier? Ja, das ist heute eine Besonderheit, morgen Nikolaus, deshalb habe ich Sie ja auch so angefuzt. Ja, ich wollte meine Kollegen und auch meine Klasse überraschen mit dem Nikolaus-Geschenk. Ah, da können wir schon ein bisschen was rausfinden, was vielleicht heute im Stiefel steckt. Wollen wir mal ein bisschen uns die Schule anschauen? Gut, gucken wir mal. Klassenraum, wie sieht denn so ein Klassenraum aus? Ja. Den habe ich noch nicht geschmückt, aber wir gucken einfach mal rein. Ist gleich hier unten. Ja, schön. Gleich hier unten. Bitte herein. Älteren. Dritte bis sechste Klasse. Ah ja, so, so wie, bitte wie schön. Klassenzimmer so aussehen muss. Bestuhlung ist ein bisschen anders. Darf ich mich setzen? Na, aber selbstverständlich. Ich nehme mal meinen Chefplatz hier ein. Ist gar nicht so typisch, wie man es aus der Schule kennt. Ist so Gruppenarbeit ein Schwerpunkt bei Ihnen auch, oder? Wir haben verschiedene Projekte, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, Wichtelwoche und so. Da lösen wir den Frontalunterricht auf und arbeiten oft in Stationen, im Wochenplan und stellen eben die Tische auch mal um. Sie hatten ja gesagt, Ganztagsschule, besonderes Profil hat die Schule ja auch. Was ist das Besondere so an der Schule? Das Besondere ist, das ganztägige Angebot gepaart aus drei verbindlichen Lernzeiten. Verbindliche Lernzeiten, was Richtig. Heißt das denn? Verbindliche Lernzeiten, das sind Hausaufgabenzeiten, die durch Lehrerinnen und Erzieherinnen begleitet werden. Und da ist die Teilnahme, wie das Wort sagt, verbindlich Pflicht. Das heißt, also in anderen Zeiten ist es nicht verbindlich? Doch. Also man hat den schulischen Teil, die Unterrichtsstunden. Richtig. Und in den Pausen ist das dann oder danach? Am Nachmittag? Nein, das ist eine richtige Stunde nach dem Unterricht. Okay. Die Kinder haben dann Mittagspause, Spielzeit und dann um 14 Uhr beginnt die Lernzeit für alle von 1 bis 6. Dreimal die Woche. Und ich glaube, das ist so ein besonderes Profil. Und dann haben wir ganz viele Angebote, wo die Kinder überlegen können, ob Musikschule, ob ein Sportangebot. Ich war ja selbst auch auf einer Ganztagsschule, das war so, dann gab es Arbeitsgemeinschaften, der eine war am Werken, der andere war beim Handball. Kann ich mir das so vorstellen? So ungefähr. Eine Besonderheit vielleicht wäre noch für unsere Schule, unsere Schulanfängerwerkstatt. Schulanfängerwerkstatt. Richtig, die hat auch schon ganz lange Bestand.
viele Jahre, 20 Jahre bestimmt schon, da laden wir in dem Vorschuljahr alle Schulanfänger ein und begleiten sie freitags für 2 Stunden, eine thematische Stunde und eine Sportstunde. Und das wird begleitet durch eine Erzieherin, Lehrerin und durch die Kita, die hier bei uns in Missen ist. Und dann sagen Sie, du bist geeignet, du bist nicht geeignet oder wonach geht es überhaupt? Nein, das ist kein Eignungstest, um Gottes Willen. Das ist einfach ein langsames Heranführen an Schule. Hat viele Vorteile, die kennen ihre Umgebung, sie kennen die Personen, die hier an der Schule sind, die kennen sich untereinander und der Lehrer begleitet sie bei bestimmten Aufgaben. Es wird gemalt, gebastelt, also man erkennt schon, welche Fertigkeiten und Fähigkeiten die Kinder haben und wie individuell unterschiedlich sie auch sind. Was lieben Sie an Ihrer Schule so? Warum gehen Sie so gerne jeden Tag hier auch zur Arbeit? Ich liebe meinen Beruf, ich bin gerne Lehrerin. Ich bin gerne und ich kenne ja noch nichts anderes. Ich bin ja seit Beginn hier in Missen, mache gerne Unterricht. Es hat natürlich auch unsere Einzügigkeit, unser Raum, ich sag mal dieser kleine Raum was. Jeder kennt jeden. Man unterrichtet jetzt schon die Kinder von den Kindern, die ich eingeschult habe. Okay. Es ist sehr vertraut. Wir haben sehr kooperative Eltern, die uns eigentlich sehr unterstützen. Und was eigentlich auch ist, wir haben einen tollen Schulförderverein. Ohne diesen wäre vieles nicht möglich. Inhaltlich, aber auch finanziell nicht. Also bei der Mitgestaltung vom Schulhof. Ja. Ich habe auch gelesen, eine Turnhalle haben sie lange neu gemacht wird. Genau. Und die ist auch ganz neu jetzt. Ja. Wollen wir uns die mal anschauen? Das ist richtig. Die ist erst ein Jahr. Sie wurde voriges Jahr im Herbst eröffnet. Oh, und das ist unser Stolz. Riecht noch alles ganz neu. Wollen wir da noch mal rübergehen? Das können wir machen. Super. Dann Stühle hochstellen heißt es ja immer, ne? Ja. Wer der Letzte ist. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ja, unsere Turnhalle. Ich habe jetzt gar keine Turnschuhe an. Das macht nicht. Darf ich das heute, ja? Ausnahme. Darf der Hausmeister nicht sehen. Nein. Schön. Ja, und wer darf die alles nutzen? Also, die Turnhalle wird im Ganztag, im Sportunterricht und natürlich von unserem Kooperationspartner, dem Sportverein. Aber es gibt auch den Frauensport oder die Physiotherapie, die hier Sachen anbietet. Also sie ist immer rundum belegt. Und ich sehe, kleine Tribüne gibt es auch hier, wo man sich hinsetzen kann. Genau. Das ist aber eher für die, die die Sportsachen vergessen haben. Ich habe eine Sportbefreiung. Nein. Unsere Turnhalle ist auch gedacht, dass man mal bestimmte Sachen präsentieren kann. Theatervorführungen, eventuell unseren Schulanfang für Gäste, dass man hier einen Zuschauerraum hat. Und sie heißt Landsporthalle. Haben Sie sich den Namen einfallen lassen? Oder warum heißt sie Landsporthalle? Ja, weil sie so typisch auf dem Dorf gebaut wurde und weil sie wirklich von allen Dörfern rundherum auch benutzt werden darf. Beneiden die anderen Sie so ein bisschen, dass Sie so eine tolle neue Turnhalle haben? Sicherlich, aber die haben wir uns auch nach so viel langer Zeit verdient. Auf alle Fälle. Wir sind einfach nur glücklich, dass wir solche Bedingungen jetzt haben. Schön. Rundum zufrieden. Glücklich sollen morgen auch Ihre Kollegen sein. Sie haben ja ein bisschen was vorbereitet zum Nikolaus. Da haben wir Sie ein bisschen gestört. Sie sind noch nicht ganz fertig, oder? Ich merke schon, ja. Ja, das muss ich jetzt noch fertig machen. Ich bin ja neugierig, was gibt es denn? Dürfen wir da mal reinlunchen, was es im Lehrerzimmer gibt für die Kollegen? Na gut, ausnahmsweise. Wir verraten es auch niemandem. Nee. Okay. Okay, dann gehen wir doch mal. Ja, genau. Sie machen das Licht wieder aus. Ich mache die Tür auf. Okay. Lehrerzimmer ist schon so was Besonderes. Also ich durfte ja nie ins Lehrerzimmer. Ist das so ein heiliger Ort? Na, heilig nicht. Das heißt schon bitte klopfen und irgendwo müssen die Kollegen ja auch mal Pause haben und zur Ruhe kommen. Ja, und Sie haben auch was vorbereitet. Wir haben Sie ja vorhin ein bisschen gestört bei den Vorbereitungen. Ja, ich muss jetzt auch zum Ende kommen. Genau, es ist mir schon wichtig, dass wir so eine kleine Überraschung für die Kollegen haben. Ja.
Ja, dann sagen wir auf jeden Fall danke, dass wir Sie an einem Sonntag hier in der Schule, das ist für uns auch eine Premiere gewesen, sonntags mal in der Schule zu sein. Was wünscht man einer Lehrerin? Immer brave Schüler oder? Ach, wir wünschen uns alle Gesundheit, ja, für alle. Das ist, glaube ich, für alle gerade sehr wichtig. Genau. Vielen Dank, bis bald, ich komme bestimmt mal wieder und dann gerne. Viel Spaß noch. Ne? Gut. Okay, tschüss. Ciao. Ja, die Schule ist jetzt wieder verschlossen. Das war doch was Tolles, mal sonntags in so ein Schulgebäude zu schauen. Wie sich das zu Hinterland gehört, sind wir jetzt mit der Ortsvorsteherin verabredet, Frau Richter, und die erwartet uns beim TSV Missen. Das ist hier der Sportverein, aber der kümmert sich nicht nur um Sport. Was der noch so alles macht, das werden wir jetzt sehen. Ja, ist gar nicht weit gewesen von der Schule hier zum Sportplatz. Trotzdem sind wir ein bisschen spät, es hat doch länger gedauert in der Schule und ich sehe, da warten Sie auch schon. Stramm stehen Sie auf dem Sportplatz. Wir sind ein bisschen später, aber Sie sind Frau Richter, die Ortsvorsteherin, ja. Und Sie sind Herr Kupsch, der Vereinsvorsitzende vom TSV Missen. Wir waren gerade noch in der Schule, hat ein bisschen länger gedauert. Normalerweise ist doch vermutlich hier am Sonntag viel mehr los auf dem Sportplatz, oder? Richtig, normalerweise hätten wir jetzt gerade die Juniorenspiele hier, ne? Die mussten wir leider alle absagen aufgrund von Corona. Und von daher ist der Zeitpunkt etwas ungünstig, ja. Aber trotzdem schön, dass Sie hier sind. Ja, der Sportverein TSV Missen kümmert sich nicht nur um Sport, hat man mir gesagt. Das ist doch deutlich mehr. Ja, richtig, genau. Wir engagieren uns sehr im Ort. Das fängt an mit dem Zampern im Februar, ne, geht über das Osterfeuer, Maibaum aufstellen, wo wir eine Dankeschön-Veranstaltung noch mit Zampern mit organisieren. Das ist dann in Dorfmitte, findet das dann statt. Über das Halloween-Feuer bis hin zu Silvesterveranstaltungen, die wir hier schon in der Kneipe veranstaltet haben. Frau Richter, liegt das daran, dass es so wenig andere Vereine gibt, dass einer alles machen muss? Oder? Nein, wir haben auch noch mehr Vereine hier im Ort. Wir haben die Feuerwehr und wir haben auch einen Bogenschützenverein. Aber ich sage jetzt mal so, der TSV Missen, der macht das schon jahrelang und macht das sehr gut. Und ja, es läuft. Der Ort Missen, ja, mir ist ja immer nur bekannt gewesen, Erdbeeren pflücken selber im Sommer. So hat man das immer in der Werbung überall wahrgenommen. Aber es ist schon ein sehr besonderer Ort. Die Schule haben wir gerade besucht. Was persönlich schätzen Sie so an Missen? Ja, was schätze ich persönlich? Ich bin ja auch hierher gezogen sozusagen, ne? Komme also auch eigentlich von woanders her. Und ja, das Dorfleben, das ist schon... ist schon sehr schön, das Miteinander, was durch den Verein schon organisiert wird und was hier auf die Beine gestellt wird. Wir machen auch jedes Jahr, was auch dieses Jahr stattgefunden hat, einen Herbstputz in diesem Dorf, und wo jeder sich halt hinstellt draußen und mit Schaufel und alles Mögliche und mit Harke hier das Laub sozusagen hier beseitigt wird. Und danach, normalerweise treffen wir uns immer in der Feuerwehr, was natürlich jetzt dieses Jahr nicht stattfinden konnte, auch letztes Jahr schon nicht, Corona natürlich bedingt. Aber ich muss dazu sagen, es gibt rührselige Einwohner hier, die dann kommen, trotzdem mit Kuchen oder kleinen Quarkkeulchen, und das den Helfern dann mit übergeben. Und ja, das ist halt das Schöne. Ich sehe, ihr habt einen Sportplatz direkt hier, und auch gibt einen Trainingsplatz, wenn ich das richtig sehe. Richtig, genau. Hinten haben wir den Trainingsplatz, da haben wir 2018 noch die Flutlichtanlage erneuert über eine energetische Sanierung auf Fördermittel vom Landessportbund. Und so dass wir eben auch in der Winterzeit normalerweise dann entsprechend gut trainieren können. Ja, in welcher Liga spielt der TSV? Wir spielen in der Kreisliga Südbrandenburg, ja. Und das schon seit Anbeginn sozusagen, wo wir aufgestiegen sind im Jahr 92, 93 war das, glaube ich, noch ein bisschen vor meiner Zeit. Aber wir sind zumindest nie abgestiegen, und das sehen wir als Erfolg. Ja. Okay. Ich habe gesehen, es gibt auch ein Vereinsheim, ein Gebäude. Genau. Nennt man das so Vereinsheim? Oder? Richtig, nennt man Vereinsheim, ja, das haben wir auch. Das wurde in den Jahren 95, 96, 97 errichtet. Das ist, man muss hier dazu sagen, das Vereinsgelände gehört komplett dem Verein selbst. Das ist nicht irgendwie ein städtischer Träger oder so. Das bringt Vorteile mit sich, aber auch Nachteile. Nachteile sind natürlich, dass man sich um die Pflege kümmern muss und entsprechend auch das Vereinsgebäude dann instand halten muss. Da ist es so, dass wir auch von der Stadt ein bisschen unterstützt werden, zumindest von den Betriebskosten, ja auch 65% mitfinanziert bekommen. Insofern sind wir da ganz froh und auch mit unserem Vereinsgebäude. Wollen wir mal reinschauen? Gerne. Gerne, ja. Ja, Herr Kupsch, ich sehe allerhand Pokale, die Sie hier haben. Also erfolgreich ist der TSV auf jeden Fall, oder?
Das kann man sagen, ja. Also wir haben sehr erfolgreiche Juniorenzeiten, zwar im Moment jetzt ein bisschen hinter uns, jetzt müssen wir uns wieder neu orientieren sozusagen, aber da sind einige Meisterschaften mit dabei. Aber auch im Männerbereich haben wir zwei Kreispokalsiege zu feiern gehabt, 1999 und 2008, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber hat auch mit Umstrukturierung zu tun, jetzt sind auch höherklassige Mannschaften dabei, dann wird es nicht mehr ganz so leicht, aber es ist eine recht erfolgreiche Zeit schon. Dann sehe ich im Hintergrund bei Ihnen hängt ein Trikot vom TSV, nee, vom FC Union Berlin, nicht vom TSV. Wie kommt das? Ist das überhaupt erlaubt, dass man vom anderen Verein etwas im Vereinsheim hängen hat? Ja, natürlich. Also das ist ja schön, dass man so damit auch an besondere Ereignisse mit erinnert wird. Ne? Also wir hatten 2015 die Frauenmannschaft von Union Berlin zu Gast. Angefangen hat es eigentlich mal mit den Frauenmannschaften 2011. Da war Turbine Potsdam, damals Champions-League-Sieger und deutscher Meister, hier zu Gast auf dem TSV-Gelände, hatten wir über 1000 Zuschauer. Das war ein besonderes Highlight für uns und entsprechend hat es hier auch eine Würdigung im Vereinsheim bekommen. Wie sind die auf Sie gekommen, dass das gerade hier stattfand? Wir sind auf Sie zugegangen sozusagen, ne, dass wir mal hier ein Highlight hinterherbekommen. Das hat mal angefangen in den 2000ern, dass wir die A-Union von Energie Cottbus hier mal zu Gast hatten und immer so zum Sportfest ein besonderes Spiel einfach so bieten wollten. Ja, wie ist es, Frau Richter, mit dem Nachwuchs überhaupt im Ort? Manche sagen, es gibt so eine Art Landflucht. Ist davon ein bisschen auch betroffen? Nein, ist nicht betroffen. Also wir haben 419 Einwohner. Ich muss aber dazu sagen, da gehören dann noch die Gemeindeteile Galen und Gesen dazu. Mhm. Und vom Nachwuchs her, also wir sehen es am Kindergarten, der ist gut belegt, gut ausgebucht sozusagen und auch in der Schule. Also das ist, also wir sind wirklich da gut aufgestellt. Ja, dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei den sportlichen Zielen, die Sie haben und Ihnen natürlich auch bei den Zielen für den Ort, dass die Kita bald neu gemacht wird. Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren. Schön, dass Sie uns mal besucht haben. Wie es bei internationalen Spielen so üblich ist, wird von Vereinsseite irgendwie mal was ausgetauscht, ne, um eine Erinnerung zu haben an den schönen Nachmittag oder an den Besuch. Und das wollte ich Ihnen jetzt gerne noch überreichen, ne, ein Schal vom TSV, den Sie dann vielleicht heute auch noch das ist aber toll. Präsentieren können. Dankeschön. Den werde ich auf jeden Fall jetzt hier im Ort weitertragen. Ja. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, alles Gute für die nächste Zeit und schönen zweiten Advent. Ja, liebe Zuschauer, zweiter Advent ist ein Stichwort. In Missen gibt es wohl die besten Weihnachtsbäume, sagt man. Zumindest überall ist die Werbung davon zu lesen. Ich selbst habe auch noch keinen Weihnachtsbaum. Deshalb machen wir uns jetzt auf den Weg zum Gutshof und ich schaue mal, welche Bäume es dort gibt. Ja, jetzt habe ich einen neuen Schal bekommen. Er wärmt aber genauso gut vom TSV. Und wir hatten es ja gesagt, wir wollen uns jetzt ein bisschen auf dem Gutshof umschauen. Hier gibt es wohl die besten Weihnachtsbäume in der ganzen Region, sagt man. Aber dieser Hof, der bietet viel mehr. Und ich bin jetzt verabredet mit der Chefin des Ganzen hier, Frau Panzner. Und die treffe ich jetzt hier gleich. Sie sind Frau Panzner. Genau, herzlich willkommen. Ich mache mal so. Ja, genau, so, das ist genau richtig. Danke. Ja. Weihnachtszeit ist es, Adventszeit. In Missen soll es wohl die besten Weihnachtsbäume geben, sagt man. Aber es ist dieses Jahr doch alles ein bisschen anders, oder? Alles ein bisschen ruhiger als sonst. Was ist passiert? Corona wissen wir, aber Sie dürfen nicht so, wie Sie sonst. Nein, Weihnachtsmärkte sind ja in Brandenburg halt untersagt. Auch eben bei uns, da wir denken, dass wir sehr viele Leute begrüßen hätten können, haben wir das Ganze abgesagt und haben es im Prinzip beschränkt auf den Weihnachtsbaumverkauf mit einer kleinen Bratwurst, unseren Erdbeerpunsch und ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Wie viele Menschen kommen sonst so hierher? Es ist sehr unterschiedlich. Wir haben ja vor circa 5 Jahren angefangen. Da waren es vielleicht so um die 400, 500. Aber durch die Jahre hat es sich immer gesteigert. Letztes Jahr haben wir nur ein Wochenende machen dürfen. Aber ich denke mal, aufgrund dessen so um die 1000 kommen da schon. Okay. Die dann immer so. Es ist ja auch ein tolles Areal. Wie sind Sie denn zu dem Anwesen gekommen? Ist das familiär oder? Nein, das stand zum Verkauf. Und da wir uns ja schon eingemietet hatten in vielen Gebäuden, haben wir es dann erworben und haben mehr oder weniger dann hier halt auch unseren Traum erfüllt, Weihnachtsmarkt zu machen noch. Es soll dann noch viel mehr dazukommen. Mhm. Unsere Tochter es mal übernommen hat, die macht vielleicht dann noch einen Kürbismarkt, in Pfingsttreffen, in Ostereier suchen oder ähnliches. Also wir machen jetzt nur den Weihnachtsmarkt. Was passiert denn im Sommer bei Ihnen? Im Sommer wird das alles wieder abgebaut. Da sehen Sie keine Hütten, nichts mehr. Und das ist ein ganz normaler Produktionsbetrieb, da wir auch noch Landwirtschaft nebenbei haben und unsere Erdbeeren im Juni. Dafür ist Missen ja auch berühmt. Erdbeeren selber pflücken. Erdbeeren selber pflücken bei uns auf dem Feld, genau. Aha, okay, wollen wir uns mal ein bisschen umschauen? Wir können uns mal ein bisschen umschauen. Gerne. Na dann los.
Und Sie wohnen hier auch auf dem Gelände? Nein, oder? Auf dem Gelände ist gar kein Wohnhaus. Wir wohnen genau gegenüber, 100 Meter weiter. Ah, und haben es gar nicht weit immer bis hierher. Und normalerweise kann man hier drin basteln? Ja, hier hatten wir das Kinderbasteln zur Weihnachtszeit, eigentlich, wenn wir den Weihnachtsmarkt haben. Wird sehr gut angenommen von den Kindern, von den großen, kleinen. Papis basteln mit Mamis, Omis, Opis. Wenn wir wollen, können wir mal kurz gucken gehen. Ist nicht vollkommen, weil wir einfach einen Cut gemacht haben, als wir nicht mehr durften. Guck mal gerne mal rein. Können wir gerne mal da reingehen. Nach Ihnen. Ja. Ja gut, kommen Sie mit. So, jetzt sind wir im Reich der Kinder. Hier ist die Bastelstube eigentlich jährlich zum Weihnachtsmarkt, die ja auch dieses Jahr geschlossen sein muss. Hier toben sich die Kinder aus, hier basteln die Papis, hier basteln die Omis, die Opis. Eigentlich basteln sind die alles. Bastelsachen alle. Bastelsachen alle, genau. Können wir ja mal gucken gehen. Das ist wirklich schade, dass es dieses Jahr nicht stattfinden kann. Das ist wahrscheinlich im Prinzip hier ist alles, was so das Herz begehrt. Das ist eigentlich wie so beim Weihnachtsmann in der Wichtelwerkstatt, kann man das so sagen? Ja, genau. Wir haben auch ein Postamt hier, wo die Kinder ihre Wunschzettel hätten abgeben können. Mhm. Alles wäre dann hier gewesen. Und es wird wunderbar angenommen. Also wir hoffen, dass das im nächsten Jahr wieder so stattfinden kann. Das wird im nächsten Jahr nochmal. Ja, Frau Panzer, das ist jetzt also der Glühwein aus den Erdbeeren hier aus der Region? Nein, kein Glühwein, das ist Erdbeerpunsch ohne Alkohol. Aha. Aber es sind unsere Erdbeeren, die hier drin sind. Wir machen den Saft selber, wecken den ein und dann gibt es halt zu Weihnachten den Erdbeerpunsch. Der hält auf jeden Fall warm. Ich kann die Handschuhe eigentlich mal ausziehen. Ja, eigentlich ist es ein Thermobecher, aber eigentlich hält er ein bisschen warm, ein bisschen kommt durch. Ja. Genau. Vielen Dank, dass wir mal auf Ihren Hof hier vorbeischauen durften. Und wir wünschen natürlich, dass es im nächsten Jahr auch alles wieder so stattfinden kann, wie Sie sich das vorgestellt das haben. Das wünschen wir uns auch. Zum Wohl. Dann zum Wohl. Ja, liebe Zuschauer, ich lasse mir noch diesen leckeren Erdbeerpunsch hier schmecken, aber dann geht es noch weiter, denn eine Station haben wir noch. Wir wollen jetzt bei einem Caterer vorbeischauen, den es hier in Missen geben soll. Und der ist von ganz weit her angereist. Der lebt nämlich jetzt hier in Missen, aber eigentlich kommt er aus den USA. Warum es ihn hier nach Missen verschlagen hat, das wollen wir jetzt rausfinden. Hier riecht es auf jeden Fall nach Essen. Ich bin ja in einer Küche, glaube ich, oder? Hallo! Ja, hallo, wir sind in der Genussküche. Genussküche. Und hier wird amerikanisch gekocht, habe ich gehört. Teilweise, ja. Wir machen amerikanische und deutsche Einflüsse. Aber wir haben auch Spanisch und Italienisch mit drin. Okay, das erwartet man nun gar nicht in Missen, wenn man durchs Dorf fährt. Wie kam es dazu? Der Raum hat sich vor 2 Jahren einfach angeboten. Und wir wollten uns selbstständig machen. Haben die Chance genutzt, sind ins kalte Wasser gesprungen und haben es gemacht. Okay. So einfach. Und Sie bieten jetzt Catering aller Art an? Catering aller Art, genau. Also wir machen das klassische amerikanische Barbecue, aber auch natürlich die deutschen Speisen, Schnitzel, Zunge und was alles drauf sein muss. Und liefern das hier in der Region. Da will ich natürlich mehr wissen, auch gerade wie der amerikanische Einfluss kommt. Gerne. Dann lassen wir uns gerne mal bei Ihnen nieder. Na dann. Tasse Kaffee zusammen, ja? Klar, gerne. Okay. Immer rein ins gute Haus. Hier kann man also auch mal eine Familienfeier machen. Hier kann man auch mal eine Familienfeier machen, genau. Ich leg mal ab, es ist doch ein bisschen wärmer bei Ihnen. Darf ich Ihnen Kaffee einschenken? Gerne, gerne. Jetzt müssen Sie mir die Geschichte natürlich erzählen, wie Sie zu Ihrem Mann und amerikanischen Koch gekommen sind. Das mache ich doch gerne. Ich war ja früher so ein ganz kleiner Weltenbummler. Ja. Wollte ja nicht schnell genug rauskommen aus dem Dorf. Ne? So wie Missen. Also sind hier in Missen geboren? Ich bin in Ogrosen aufgewachsen. Okay, das ist 2 Kilometer von hier. Und immer schon Weltenbummler gewesen. Mhm. Habe in Freiburg studiert, in England studiert und habe dann so ein Management-Trainee-Programm in Amerika gemacht. Mhm. Für ein Jahr. Dann haben wir uns kennengelernt. Wo waren Sie da genau? In Virginia. Genau, Washington DC und gleich nebenan ist Virginia, dort in einem schönen Country Club mit Hotel. Wie schafft man es dann, einen Amerikaner dazu zu überzeugen, erstmal nach Deutschland zu kommen und dann auch nach Missen? Da war gar nicht viel Überzeugungskraft nötig. Er wollte schon immer nach Deutschland gehen und wollte eigentlich, seit wir verheiratet sind, hat er immer gesagt, wir sollten eigentlich nach Deutschland gehen. Und dann hat sich die Möglichkeit gegeben, dann haben wir eingepackt und sind drüber gekommen. Ihre Frau sagt, sie fühlen sich wohl in Missen. Warum?
kleines Dorf. Ich komme aus einer großen Stadt in Amerika. Und ich finde die Leute freundlich, nett und ich kenne fast alles. So. Vermissen Sie Amerika ein bisschen? Ah, meine Familie, aber also das nicht so viel. Okay. Ich gucke auf die Fersner. Was lieben die Missener oder Rosener hier in der Region besonders an der amerikanischen Küche? Ich finde es schön, weil es das frisches Essen ist da. Wir haben das Lebensmittel in die guter Gosen kann einkaufen, gutes Fleisch und etwas. Wir machen alles aus der Region hier. So, ich finde das wunderbar. In Amerika, du weißt nicht, wo alles Essen kommt aus. Mexiko und alles, wo alles kommt. Sonntags ist normalerweise eigentlich Ruhe. Okay. Unsere Freitage und Samstage sind sehr... Hallo. Ah, hallo. Hallo Frau Richter. Ich habe uns noch einen Kuchen für den Sonntag hier. Ah, schön. Ja. Das ist ein schöner Abschluss heute zu unserer Mission. Nehmen Sie euch gerne mit Platz. Okay. Den haben Sie jetzt extra für uns mitgebacken? Ja. Das ist ja lecker. Sieht aus nach Quarkkuchen, oder? Das ist eine Eierschecke. Eine Eierschecke. Ah, okay. Danke. Ja, wie oft nutzen Sie so den Caterer hier aus? Oft. Ja? Ja? Schön. Ja, doch. Ich hatte schon gerade nachgefragt, wie das so ankam im Ort, als ob dann hieß, wir haben jetzt hier deutsch-amerikanische Küche. Mhm. Gut, sehr gut. Nicht nur in dem Ort, sondern auch über den Ort hinaus. Also muss ich wirklich sagen, schmeckt auch sehr, sehr gut. Was lieben die Missener am meisten von der amerikanischen Küche, wo sie sagen, das hätten sie nicht gedacht, dass sie das hier auch alle so gerne essen? Die Mini-Hamburger. Die Mini-Hamburger. Unsere Mini-Hamburger sind wirklich, fehlen auf fast keinem Buffet. Ah, okay, schön. Dann lassen wir uns aber trotzdem mal die Missener Eierschecke genau probieren, oder? Bitteschön. Ja, liebe Zuschauer, wir waren in Missen heute. Ein spannendes Örtchen, kann man sagen. Auf keinen Fall weit im Hinterland. Wenn man es entdeckt hat, sollte man auf jeden Fall wiederkommen. Sie haben gehört, der Weihnachtsmarkt ist eigentlich hier etwas ganz Tolles. Konnte leider dieses Jahr so nicht stattfinden. Lohnt sich auf jeden Fall im nächsten Jahr dann wiederzukommen. Aber auch im Sommer. Wir haben gelernt, die Erdbeeren kann man hier selber pflücken. Also unbedingt mal nach Missen kommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, Sie schalten beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Hinterland, die Reportage.